Was geht ab, YouTube? Sky Gaming, Sie am Start. Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal mit einem wunderbaren MW3 Gameplay Commentary. Und zwar spielt heute der liebe Neziton aus dem Fatsack and Friends Clan eine Runde Herrschaft auf der tollen Map Dome mit der wunderbar schönen goldenen Scar. Wird ein 65:3, ist schön anzuschauen, meiner Meinung nach. Deswegen zeige ich euch das heute. Er spielt mit dem Kampfheli, der 6 Überwachung und dem Payflow. Schaut es euch an, geht auf den Kanal, wenn ihr wollt. Der wird wieder aktiver jetzt demnächst. Und lasst eventuell mal ein Like, Abo oder was auch immer da. Genug über das Gameplay schwadroniert, geht's direkt mal ins Commentary hinein geschlüpft. Ist ein bisschen Community-lastig wieder. Ich weiß ja, dass der ein oder andere kleinere Kommentator mich auch schaut. Für den wird das wahrscheinlich sehr interessant. Für alle anderen hoffe ich natürlich auch mal so ein bisschen so ein Blick hinter die Kulissen. Was macht man sich als Kommentator überhaupt so für Gedanken? Etc. Denn, ihr seht es wahrscheinlich schon im Videotitel, wird so ähnlich heißen wie das Marketing der Kommentatoren. Klingt erstmal nach viel Wusa und eieiei, Magic Magic. Ist es aber nicht. Im Endeffekt versucht ja jeder Kommentator, sich Gedanken zu machen, wie er Erfolg auf YouTube hat. Das bestreiten zwar die einen oder anderen und sagen, hey, ich mache das nur mit Spaß, aber ist Quatsch, Leute. Ist natürlich immer schön, dabei Erfolg zu haben und das ist auf jeden Fall auch immer im Hinterkopf. Nun habe ich in meinen, ja, ich gehe jetzt so langsam auf das Einjährige zu hier als Kommentator, habe ich natürlich schon auch viele Kommentatoren gesehen, erlebt, etc., bla bla bla. Und ich bin der Meinung, ich kann die eigentlich in 3/4 Kategorien einteilen. Die erste Kategorie wäre der Defensive. Ja, das ist meistens in der Anfangszeit, der weiß noch nicht so recht, so habe ich es jetzt drauf oder nicht. Ist halt sehr, sehr defensiv, gibt sich jetzt nicht irgendwie als, wow, ich bin hier der Babbo oder sowas, das auch der Chabo auch nicht. Halt, wäre wirklich defensiv und das ist so, ja, ich weiß nicht, soll ich weitermachen? Das ist so der Defensive, ja. Entweder ist man von Anfang an saugut und wird dann schnell weitergerutscht in die nächsten Kategorien oder teilweise habe ich das ja erlebt, selbst wenn der Erfolg kommt, bleibt man eher defensiv. Man sagt, hey, es gibt doch viel bessere und viel größere, warum habe ich so viele? Haha, das ist der nicht ganz so gut, finde ich. Dann gibt es den zweiten, das ist so eher der Neutrale. Ja, der sagt, hey, ich kann was, das weiß ich. Ich bin jetzt nicht unbedingt der Schlechteste, aber ich muss hier jetzt auch nicht im Internet eine dicke Hose machen hier und meine Cojones andauernd rausholen. Läuft, wenn mich Leute gut finden und mich abonnieren, dann freut mich das, aber ich brauche hier jetzt keinen Affenzirkus veranstalten. Das ist Gruppe 2. Der dritte, das ist ja hier der Alpha, ja, der geht hin hier, zeigt seine prall gefüllten Hoden gerne der Öffentlichkeit, sagt hier, Chaka, hier, ich bin hier der beste Kommentator Deutschlands, beispielsweise. Von Vorteil ist es immer, wenn man dann auch wirklich was drauf hat. Das habe ich aber auch schon mittlerweile beobachten können, dass die wirklich dann auch mehr oder weniger gut kommentieren können. Ja, wenn jemand sagt, ich bin der beste Kommentator Deutschlands, wer möchte ihm nachweisen, dass er es nicht ist? Also, es ist doch ein völlig legitimes Stilmittel, sowas zu behaupten. Er kann es nicht beweisen, man kann es ihm aber auch nicht, oder man kann ihm auch nicht das Gegenteil beweisen, weil nach welchen Kriterien beurteilt man das, wie man kommentiert? Ist ja rein subjektiv, Geschmackssache, ergo kann man das nicht vergleichen. Ist erlaubt, ja. Ariel und die ganzen Werbesachen sagen auch immer hier, das beste Waschmittel und das beste Haushaltsmittel. Und wer kann es beweisen im Endeffekt? Niemand. Also, völlig legitim. Die vierte Gruppe, die ich kurz angesprochen habe, will ich nur kurz anreißen, weil das sind meistens irgendwelche Schwachköpfe, gehirnabotierten Vollidioten, die meinen, dass sie hier mit Hate Flame, bla bla bla, großen Erfolg haben können, dementsprechend sich verhalten und hier völlig fehl am Platze sind und demnach nicht weiter nennenswert. Nun, das nur mal im Rande zu den verschiedenen Themen. Ihr könnt ja mal tippen, zu welchem, oder mich würde mal interessieren, in welcher Kategorie ihr mich seht. Würde mal mich, ja, interessieren, wäre ganz interessant. Aber jetzt geht es ja weiter zu dem Commentary-mäßigen vom Kommentator, die Gedanken. Wie werde ich größer? Wie bekomme ich Aufmerksamkeit? Was geht ab? Ja, da möchte ich jetzt mal so ein paar Sachen zeigen, weil es ist ja das Marketing. Man wirbt ja um sich. Dementsprechend in jedem Video verkauft man sich. Ja, manchmal gut, manchmal schlecht und wirbt demnach dafür, hey, hit the like button oder abonnier mich doch einfach, wenn du immer auf dem neuesten Stand bleiben willst. Demnach muss man sich natürlich auch Gedanken machen, wie mache ich das Ganze? Relativ erfolgslos mittlerweile, meiner Meinung nach, sind die Sachen auf größeren Kanälen gehen, in den Kommentaren schreiben, hey, schaut doch mal bei XYZ vorbei, der hat ziemlich geile Videos. Im besten Fall holt man sich damit ein paar Klicks, aber auch Dislikes und keine Klicks, die dann wirklich auf Dauer erhalten bleiben. Nicht so schön. Ebenfalls erfolgslos ist meiner Meinung nach, als kleiner YouTuber ständig größeren YouTubern anzuschreiben, hey,
Bock auf ein Duel oder Gastcommentary? Solange dieser größere YouTuber diese Bewerbungen, nenne ich es mal, nicht fordert, ist das relativ, ja, hat keine große Chance auf Erfolg, sage ich mal so, auch bei mir nicht. Das da sagt man natürlich, oh, arrogant, jetzt hat er Erfolg, tut nichts mehr für die Kleinen. Hat relativ wenig damit zu tun. Schaut doch einfach mal, wie teilweise das Padawan-Projekt vom CK geflamed wird. Man möchte einfach dann den YouTuber sehen, der abonniert wird. Und zum Gast-Commentary, ganz ehrlich, warum sollte ich jemanden komplett was Eigenes auf meinem Kanal machen lassen? Also wo ist da der Zusammenhang? Verstehe ich nicht so ganz. Solange man das nicht fordert, als Contest oder was auch immer. Tut mir leid, ich huste, ich bin so ein bisschen heute hier so ein kleiner Frosch im Hals. Aber worauf ich noch zu sprechen kommen wollte, was meiner Meinung nach momentan als wirklich kleiner Kommentator eine große Aussicht auf Erfolg hat, ist erstmal sich einen Überblick zu verschaffen, wer ist überhaupt in dieser Szene dabei, wer macht das hier so, was geht ab und bla und wie und pipapo. Und dann die Leute wirklich zu beobachten und wenn dann diese Contests kommen mit kommentiere es und Duels und hast du nicht gesehen, bam, dann müsst ihr zuschlagen, dann müsst ihr am Start sein, dann müsst ihr Vollgas geben und richtig Action, Ramba, Zamba, Rabotti, Rabotti machen. Das muss knallen, muss das. Check. Und dann läuft es auch. Weil diese Leute werden früher oder später so einen Contest immer mal wieder machen. Und auch meine drei großen Erfolge waren solche Contests, klar. Das war der Duel-Donnerstag von Semtex. Das war so ein Duel-Ding. Hatte Leute für gesucht. Ich habe mich da mehr oder weniger für beworben, wurde ausgewählt. Hammer. Kommentiere es von Commander Krieger. Ich habe mich beworben, habe gewonnen. Hammer. Und dann war damals noch, in meiner allerersten Anfangszeit war es ja Killers Besten, eine Aktion vom Killer Chris, wo ich mich auch beworben hatte und da auch relativ gut ankam. Denn wenn ihr gute Arbeit macht und ihr werdet dann dort so entdeckt, dann bekommt ihr auf jeden Fall auch Likes. Ja? Es gibt natürlich immer auch noch die Schiene, da irgendwie immer versuchen hier, I love cookies, busted, bla bla bla. Vielleicht kommt das Video auch mal gut an, ne, weil es lustig gemacht ist oder was auch immer. Aber das ist halt nichts für die Zukunft. Das ist dann so eine Eintagsfliege. Ihr könnt dann nicht noch ein Video machen mit I love cookies busted hoch 2. Das läuft ja nicht. Das ist Schwachsinn. Und deswegen würde ich mich an eurer Stelle auf jeden Fall auf den Hosenboden setzen und überlegen, wie kann ich da jetzt losmachen? Ja, was kann ich da machen? Kommentiere es, Padawan, irgendwas anderes hier, Duel Donnerstag, bla bla bla. Und da versuchen wirklich Attacke zu geben, alles rausholen, was geht, Überzeugungen, Arbeit leisten und dann wirklich zu sagen, pass auf, hier bin ich, das kann ich. Entweder guckt ihr mich oder ihr lasst es. Ja, weil im Endeffekt muss trotzdem immer noch irgendwo der Spaß im Vordergrund stehen. Und ja, was bringt es, wenn ich da irgendwie verkrampft versuche, da irgendwie mit irgendwelchen Themen, die mir gar nicht passen, da Erfolg zu haben? Wie lange will man das wohl durchhalten? Weil irgendwann, denke ich mal, wird es dann auch für einen selber ziemlich stressig und nervig. Und dann kommt diese Phase, wo man sagt, ey, ich habe gar keinen Bock mehr auf Videos. Ich hör auf, ihr seid alle inaktiv, fickt euch in Arsch, bongo, bongo. Ja, das läuft dann nicht. Das war so der kleine Anblick von mir in das Marketing eines Kommentators, wie man so an die ganzen Sachen rangehen kann. Wichtig ist natürlich einfach immer natürlich bleiben, so bleiben, wie man ist. Diese Verstellkacke fliegt früher oder später immer mal auf. Ja, das läuft nicht, das finde ich auch nicht gut. Man kann natürlich, ich spreche jetzt auch mit einer kleinen anderen Stimme, als ich eigentlich habe. Ich versuche hier gerade so motivierend und bam, voller Elan zu sprechen. Weil wenn ich dann einfach so spreche, dann ist es natürlich nicht so toll zuzuhören. Das ist legitim meiner Meinung nach, aber jemand vorzugeben, der er eigentlich nicht ist, ist uncool, Leute. Mit diesen Sätzen verabschiede mich auch für heute. Gameplay geht jetzt bald dem Ende entgegen. Und ich hoffe, euch hat dieser kleine Einblick gefallen. Könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr gerade Kommentatoren seid, ob es euch was gebracht hat oder wie ihr das Ganze so handelt mit dem Marketing. Falls nicht, natürlich für die anderen Zuschauer vielleicht trotzdem einen kleinen Einblick gewährt zu bekommen. Da haben die Dinge. Und mit diesem Wort würde ich freuen, wenn ihr irgendwo und irgendwann wieder hören und macht's gut, haut rein und tschüss.